So, da geht's jetzt hier gleich weiter mit dem dritten Chapter der allseits beliebten Sonic Fanfiction. Moment, wie hieß die nochmal? Die Fanfiction heißt Ein neues Leben. Achso. Und das dritte Chapter, das wir jetzt lesen werden, heißt Das Geständnis und ein Abenteuer. Warum passieren immer zwei Sachen irgendwie immer? Irgendwelche Kristalle und eine Puppe, Geständnis und Abenteuer. Richtig komisch. Das ist total scheiße. Und die ist jetzt übrigens noch kürzer als die davor. Oh, da hat wohl jemand irgendwie keinen Bock mehr. Ja, sie hat ja gesagt, ihr fällt so nichts mehr ein. Ich meine, sie macht sich die Mühe, so eine Geschichte zu machen. Kommt dann bis Chapter 2, lässt er da irgend so einen Cliffhanger drin, aber sie hat halt keine Ahnung, was danach so kommen soll. So, ich dachte halt, dass sie sich da vorher so Gedanken darüber macht, was ihre Geschichte so werden soll, über was sie so handeln soll. Und macht dann da so ein richtig dickes Ding draus. Aber nee, sie fängt einfach an zu schreiben und dann lässt du da einen Cliffhanger, aber weiß selber noch nicht, was da kommt. Eben, ich glaube, ohne Scheiß, wir haben, glaube ich, immer noch nicht über irgendwie 1000 Wörter oder sowas. Das ist einfach. Das ist komisch. Ja, ich glaube, selbst ich könnte da eine bessere Sonic Fanfiction schreiben. Ja, eben. Wenn ich mich mit Sonic auskennen würde. Wir haben nicht mal Ahnung von dem Shit und könnten eine bessere schreiben. Das ist schon mal eine Behinderung. Gut, so, dann fangen wir jetzt. Fangen wir jetzt direkt an. Am Abend lagen Sonic, Shadow und Tails Doll auf Matten und schliefen. Okay, also da muss ich schon die erste Anmerkung hier machen. Das dritte Chapter fängt halt direkt damit an, dass sie irgendwo liegen und schlafen. Und diese Tails Doll ist da jetzt wohl auch schon ein vollwertiges Mitglied. Okay, also pass auf, also haben die irgendwie, ich stell mir das so vor, dass die irgendwo draußen oder so rumliegen, oder weil die irgendwie alle zusammen auf Matten liegen und da irgendwie schlafen, also heißt das, dass die keine eigene Bude haben oder wie? Oder? Ja, also bis jetzt sieht das so aus, als hätten die keine eigene Bude, ja. Und warum liegt die Puppe auch auf einer Matte? Ist nicht so, dass das ein Lebewesen ist, wo es dann weich sein muss oder so? Das ist eine fucking Puppe. Ja, ich habe keine Ahnung, das ist halt eine Fanfiction, ich habe die nicht gemacht. Es ist extrem behindert, also. Ja, lass deine Wut beim PewDiePie-Fan raus. Ja, allein der Name schon. So. Wie dem auch sei, am Abend lagen Sonic, Shadow und Tails Doll auf Matten und schliefen. Akira war die Einzige, die wach war. Ihr gingen zu viele Dinge durch den Kopf, dass sie nicht schlafen konnte. Sie seufzte kurz und sah in den Himmel. Akira merkte nicht, dass Tails Doll wach wurde und zu ihr sah. Was sie wohl hat, fragte er sich und ging langsam zu ihr. Als er neben ihr saß, schreckte sie kurz auf. Oh, hab ich dich erschrocken? Fragte er sie. Ja, ein bisschen, sagte sie leicht murmelnd. Beide blieben kurz still. Ich hab mich gefragt, was mit dir los ist, sagte er. Nix, es ist nix, sagte sie und wurde etwas rot im Gesicht. Wirklich? Fragte Tails Doll. Akira antwortete ihm nicht. Als er gerade weggehen wollte, packte sie ihm leicht an den Arm, was ihn wunderte. Also, da ist doch etwas, sagte sie mit leicht zittriger Stimme. Und was? Fragte er und setzte sich wieder hin. Naja, ich glaube, ich liebe dich. Niemals! sagte sie. Junge, okay, pass mal auf. Junge, okay. Also pass mal auf jetzt, ne? Die kennen sich seit, keine Ahnung, einer Stunde oder so höchstens. Also es geht das schon... Es ist halt noch nichts passiert. Es geht damit los, dass die... Pass auf, die kommt da hin, ja? Die war vorher ein Mensch, jetzt ist sie ein Igel. Die kommt da hin, die schlafen da. Es ist nachts. Die liegt da, kann nicht pennen, weil ihr Sachen durch den Kopf gehen. Sie verschwindet wahrscheinlich nicht einen einzigen Gedanken daran, wie sie irgendwie in ihre eigene verfickte Welt zurückkommt, sondern daran, dass sie sich in eine fucking Puppe verliebt hat, oder was? Ja, Junge, diese komische Puppe, als wenn sie so ein eigenes Gewissen hätte. Ja, und die Puppe... Ich meine, wie gesagt, ich kenne mich mit Sonic nicht aus, ich habe keine Ahnung, ob das irgendwas... Ob es da irgendwelche Infos gibt, die ich wissen müsste, aber... Keine Ahnung, für mich ist das halt eine Puppe, wieso hat die ihren eigenen Willen? Und warum verliebt sich diese Bitch in eine Puppe, was also ist das? Ich meine, wenn schon, ich meine... Wir sind ja so, wir hören das ja jetzt hier so ganz normal, und also für so einen ganz normalen Menschen, das klingt für mich völlig behindert. Also, ja, also wirklich, einfach nur absurd. Vor allem, wenn die sich in so eine scheiß Puppe verliebt, ändert trotzdem nichts an der Tatsache, dass die den irgendwie seit einem halben Tag oder so höchstens kennen. Ja, genau, da ist noch nichts passiert, die haben glaube ich noch nie wirklich ein Wort miteinander gewechselt. Ja. So, sie hat sie gesehen und direkt, boah, den liebe ich. Ja, ich weiß nicht, keine Ahnung, was ist das Ding hier? So, jetzt pass auf, das Ding ist, es geht ja jetzt weiter. Ja, nachdem ich liebe dich, kommt dann. Tails Doll wurde rot im Gesicht. Also,
Ich glaube, ich dich auch, sagte er leicht murmelnd. Achso, auch wieder leicht murmelnd. Sie lächelte leicht und legte ihren Kopf auf seine Schulter. Das ist eine Puppe. Auch er lächelte und legte seinen Kopf auf ihren. Wir sollten uns langsam ausruhen. Morgen beginnt für uns das Abenteuer. Wie groß ist diese Puppe dann bitte? Ich habe keine Ahnung, das ist eine Puppe, die sind doch nicht groß, oder? Ich meine, die sind doch nur so 20 Zentimeter. Ja eben, deswegen frage ich mich ja. Als er keine Antwort bekam, sah er zu ihr. Akira war schon am Schlafen. Er lächelte leicht. Nee, warte. Wie konnte er jetzt im einen auf dem anderen Moment sofort einschlafen? Sie ist innerhalb von 2 Sekunden einfach eingeschlafen, sofort. Den ganzen Abend konnte sie nicht schlafen und plötzlich ist sie innerhalb von 2 Sekunden eingeschlafen. Also er lächelte leicht, legte sie richtig hin, deckte sie zu und gab ihr einen leichten Kuss auf die Stirn. Ja. An der Puppe. Gute Nacht, meine Prinzessin, sagte er. Und legte sich neben sie. Junge, stell dir vor, das sagt eine Puppe zu dir. Ich meine, ja, also es ist keine Puppe, wäre das behindert, aber es ist halt eine Puppe. Gute Nacht, meine Prinzessin. Oh. Am nächsten Morgen machten sie alles fertig, um auf große Reise zu gehen. Habt ihr alles? Fragte Shadow. Ja, haben wir, sagten die anderen. So, Chapter vorbei, hier noch wieder eine kleine Anmerkung von der Autorin. Sorry, wenn es wieder so wenig ist. Habe aber leider wenig Zeit und kaum Ideen. Vielleicht kriege ich welche, wenn ich mehr Reviews kriege. Egal, ob es gefällt. Ja, na klar. Alter. Wenn sie mehr Reviews kriegt, dann kann sie plötzlich auch besser schreiben und mehr. Die Reviews muss ich mir danach dann auch nochmal. Gibt's da echt welche? Ja, ja. 10 Stück, warte mal. 10 Stück. Sehr schöner Schreibstil und deine Kapitel sehend sehr spannend. Sehend. S-E-H-N-T. Sehend sehr spannend. Sehr schöner Schreibstil, what the fuck? Alter. Spannend auch mit einem N. Was steht da? Mir Welt auf, die so mehr. Was? Mir Welt auf, die so mehr Zeit ein Kapitel dauert, ist es im Nachhinein besser zu lesen, als wenn man es schnell zu Ende bringen will. Mir Welt auf, die so mehr Zeit ein Kapitel dauert. Was will die uns damit sagen? Nee. Meint ihr damit, dass ihr fällt auf, je länger ein Kapitel dauert? Ich glaube, desto länger sie braucht, bis eins released wird oder so ein Shit. Keine Ahnung, Alter. Ja. Hallo, jetzt habe ich das 2. und 3. Kapitel auch gelesen und ich finde es klasse. Was mir auch sehr gefällt, ist, wo Akira sagt, ich liebe dich zu Telstoy. Das ist so süß. Guck mal, der platzt Junge. In die Welt rein, sagt zu einem Typen, den sie nicht kennt, ich liebe dich, und er sagt das auch, es ist eine Puppe und ein Igel. Aber es war so süß. Junge, ist so eklig. Diese Kommentare, sie gehen ja weiter, ne? Hier sind ja noch mehr. Die sind schlimmer als die Geschichte. Ich mag die Stele. Mark, M-A-R-K. Die Stele, S-T-E-H-L-E. In Klammern, naja, ich glaube, ich liebe dich, sagte sie. Tails Doll wurde rot im Gesicht. Also, ich glaube, ich dich auch, sagt er. Fuxi schafft es immer wieder, wenn sie einen deiner Geschichten mir vorliest, mich glücklich zu machen. Es wäre schön, wenn du weiter so mit Herzblut schreibst, aber lass der Zeit und ruh dich aus, danke der Fuxi. Was? Kleine Frage, schreibst du bitte mit Fuxi the Fox mal eine Geschichte, das würde mich freuen. Was ist denn das für ein Kommentar? Also wie geistig behindert muss man denn sein, um so viele Rechtschreibfehler und scheiß Grammatikfehler zu haben? Alter Junge, sind das irgendwelche Grundschüler oder was? Jede Geschichte, die mir Fuxi zeigt, war Müll. Aber Disse ist so verblüffend. Und mit Herzblut geschrieben, mach weiter und Tailstoll, ich lebe in er ist so süß. Was? Junge, Herzblut, das liest sich wie hingekackt und hingeschissen. Das ist so scheiße. Wie kann man so viel Scheiße laden? Also, ohne Scheiß. Ja gut, dafür, dass die Geschichte jetzt zu kurz war, halten wir uns ja noch ein bisschen mit den Reviews auf. Aber die sind wirklich, das ist einfach nur ultimative Scheiße hier. Also, jetzt mal im Ernst. Also die Reviews sind fucking schlimmer als die Scheißgeschichte an sich. Ist ohne Witz so. Das ist so behindert einfach nur. Danke, ja, 2 Kapitel und mein Lieblingscharakter Tails Doll. Danke, danke, danke. Schreib sie bitte, bitte weiter. Ich wär der so dankbar. Ich wär, Leerzeichen der, Leerzeichen so, 2 Millionen Ausrufezeichen, dankbar. Wie kann man denn da nur der hinschreiben? Das ist halt nicht mal in der Nähe vom I.
Sie wollte schreiben, ich wäre dir so dankbar, aber sie hat einfach, pass auf, ich schick's dir kurz bei Skype. Sie wollte wahrscheinlich schreiben, ja, ich wäre dir so dankbar. Aber das ist niemals. Und so schreibt sie's. Was ist das? Vor allem, warum nach dem so die Ausrufezeichen? Ja, warum kommen dann plötzlich Ausrufezeichen? Was für einen Sinn haben die? So, ich werde so dankbar. Dankbar. Ja. Okay, komm. Ja, dann lassen wir das jetzt erstmal so verweilen. Ja. Das Chapter 4 kommt dann danach. Wie viele gibt's jetzt noch? Zwei, ne? Ja, 4 und 5 kommen jetzt noch. Kacke. Okay. Ja, okay, dann verabschieden wir uns jetzt hier irgendwie wieder erstmal, ne? Ja, würde ich auch sagen.